Was wird da nur kommen? Oh nein. Sieht man schon die Wassermoleküle durch die Luft fliegen. Oh nein. Ja, der Tsunami kann mir aber trotzdem nichts, denn nur dank diesem Steinchen geht das hier an uns vorbei. Ansonsten würden wir eiskalt überschwemmt werden. Sieht auch schön, wie die hier rumstehen. Da wird alles überschwemmt. Tja, ja. Dann türmt sich die Welle trotzdem noch da hinten. Die Pflanzen werden immer weniger. Da unten links. Aber man sieht, sind wir oben hier oben sicher. Nee. Sobald hier ein Krümel Wasser hochkommt, sind wir nämlich nicht mehr sicher. Aber wir sind fast sicher. Ist ja schon mal was. So, hier fließt es auch vielleicht. Alter Schwede. Oh, meine Brücke ist jetzt nicht weg, nee. Ich hoffe, es ist einmal sicher. Solange die See ruhig ist, sollten wir das zweite Totem besiedeln. Die Symbole oben links auf dem Bildschirm zeigen die deinen Dörfern weiß und die noch nicht besiedelten Totems sind. Was ist da los? So ist unsere Aufgabe. Ich sollte nicht über die Luft gehen. Sag mir, dass meine Brücken noch da sind. Besser. Wehe, werde jetzt weggespült. Na komm. Ausgezeichnet. Ja, ihr bekommt ja hier gleich euren Übergang. Ich muss das Ganze erstmal hier stauen. Und hier wieder öffnen. Können sie dann auch hier schön weiter verbreiten. Ja, ja, gleich. Alter Mann, das ist kein D-Zug. Ich bin ja schon dabei. So ungeduldig heute die deutsche Jugend. Auch wenn sie nicht unbedingt deutsch sind, aber egal. Spielt auch keine Rolle. Na komm. Immer schön gleichmäßig abtragen. Dass dann nicht irgendwann eine Kuhle entsteht. Rutschen auch immer runter. Ist jetzt nicht so schön, aber kann man nicht ändern. Ist nicht schlimm. Gleich kommt wieder der Bildschirm, dass wir das Totem erreichen sollen. Aber ich möchte natürlich. Ja, Hälfte Gebiet, bla bla. So. Reicht das jetzt bis oben? Leere den See, um die Männer zum Pfad aussenden zu können. Schicke die Männer zum Pfad. Mhm. Mach ich. Gut, mach ich doch glatt. Ich weiß sogar, wie ich den See schon leere. Reicht's jetzt? Danke. Wieso brauchen die noch mehr? Ach so. Komm, nur ganz kurz. Ich will es ja nicht für lange haben. Ja, freu ich nicht rum. Ist das drüben? Gut. Ja.
nehmen wir das gleich weg und setzen das hier hin. Ich glaube, wir können uns mehr aufnehmen, oder? Ist ja nur eine Vermutung. Ich glaub's. Nee, nee, mein Freund. Du, hier kommt kein Tropfchen rüber. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Erst recht hier in From Dust. Jetzt ist nur noch eine kleine Pissrinne. Hm. Vorhin so ein reißender Sprung jetzt. Ach komm. Ich möchte doch einfach nur über das gesamte Gebiet ein bisschen Palm haben. Kann ja nicht so schwer sein. Da. Ach, jetzt auf einmal schon vollständig. Das ging ja leicht. Brauchen wir uns nur noch über den Übergang hier kümmern. Ich versuche es natürlich möglichst gleichmäßig zu machen. Ich könnte auch einfach hier so hinmachen. Und dann so. Und nach dem Motto, hier ist mir scheißegal, wie es aussieht. Ob das nützt was. Aber so ein bisschen schön kann man es ja auch machen. Leider kann man nicht hier so viereckig oder so runter oder gleichmäßig das machen. Es wird immer hier so ein bisschen huckelig sein, aber kann man auch nicht ändern. Was? Nein, 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 nein. Abbrechen. Es ist doch überhaupt nicht... Ach, fast vollständig aus. Ja. Wieso geht das jetzt zurück? Ja, wieso geht das jetzt zurück, ne? Du kannst auch zurück. Diese können nicht mal die See herkommen. Die See her. Hier noch ein bisschen. Fahren wir noch ein bisschen weg. Was gibt's hier eigentlich schon über was Neues? Ja. Oh Gott. Die Alten wussten, dass die Menschen im Verlauf der Zeit verschwinden würden, aber das Wissen, das sie auf ihren Reisen sammelten, musste erhalten werden. Daher gravierten sie die Schwingungen der Musik des Wissens in die Steine ein. Diese Relikte der Alten sind eingefüllt mit Wissen aus der Vergangenheit. Ein Mitglied des Stammes muss ausziehen und dieses Wissen für das Dorf bergen. Sobald es erlangt ist, malt es das Wissen auf einen Drachen und kehrt zurück, damit es seine Wirkung entfaltet. Jedes Dorf kann sein erlangtes Wissen verbreiten, indem es einen Mann zu einem anderen Dorf aussendet. Das ist schön. Wenn die Alten einen neuen Ort aufsuchten, gingen all ihre Spuren verloren. Da errichteten sie Totems, die dem Odem des Stammes verströmten. Diese Totems stehen für die Kraft der Alten. Ein Totem zeigt auf, welche Orte die Alten auf ihren Weg besuchten. Es ist alles, was übrig bleibt, wenn ein Dorf verschwindet, und markiert den Punkt, an dem ein neues Dorf gebaut werden kann. Es kann von Wasser oder Lava umschlossen sein. In seltenen Fällen können die Männer ein Totem bewegen. Oh, da war noch was. Der Schamane. In der Vergangenheit verfügte der Stamm über keinen Schamanen, und die Männer erzählten die gleichen Geschichten immer wieder anders. Da der Odem stets mit einer Stimme sprechen sollte, wurde ein Schamane benannt. Der Schamane ist der Mittler zwischen dem Stamm und dem Odem der Welt. Der Schamane ist ein Mann oder eine Frau des Dorfes. Der Titel bringt keine Privilegien mit sich, und nichts unterscheidet den Schamanen vom Rest des Stammes. Der Schamane wird nach seinem Tod sofort ersetzt. Im Dorf ist der Schamane dafür zuständig, Geschichten zu erzählen und die Musik zu entziffern. Manche werden vielleicht denken, dass diese Leute, die so graue Haut haben, die Schamanen sind, weil die ja älter sind, aber das kann nicht sein, weil es gibt ja immer nur einen Schaman pro Dorf, und es können immer mehrere Leute sein, die hier so graue Haut haben. So. Ist eben nur alt. Nichts anderes. Okay. Jetzt können sie hier. Natürlich können wir das jetzt auch hier noch so verbreiten. Ach du Kacke. Meine Männer werden ja sowas von weggespült. Ne, das schaffen die nicht mehr. Renne. Es geht ja nur um dein Leben. Da haben wir wieder einen Alten.
Hab ich den? Nee, nur die Frau. Hab ich den jetzt? Ah. Ja, sehen wir. Der rennt genauso schnell wie die anderen, hat aber ein Stückchen. It's not like walking. Kommt jetzt da oder? Ach nee, das hier ist bestimmt ausgetobt. Ach komm. Und die ganze Höhle ist überflutet. Naja, hätte passieren können. Oh nein, wo sind die Nacho-Hüte? Nacho-Hüte jetzt schon wieder gelandet. Gelandet, ich kann nicht sprechen. Die erste Kraft ist eine neue Karte. Sekidak sebagai istisa sisa zamani. Di mateso tidak menele ukali. Tapi itu menderita seraga bahari. Ja, ein Tsunami kommt jetzt schon. Oh nein, die werden alle sterben. Ein Glück nicht. Der Vulkan ist ausgebrochen. Hallo Vulkan. Eigentlich jetzt schon labern, ne? Tatsache. Diese leuchtenden Totems enthalten eine alte und sehr mächtige Kraft des Todes. Aber die endlosen Tsunamis hindern uns an der Errichtung eines Dorfes und die Lava zu errichten. Natürlich. Man kann den Vulkan übrigens nicht eindämmen. Da kann man tun lassen, tun was man will. Und wenn man... Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht. Aber der Vulkan, besonders wenn der ausbricht, macht jeden allen Stein, was hier in seiner Nähe ist, zu Sand. Dadurch fließt er eben runter. Und da ich keinen Bock habe auf viel Vulkan, mache ich ganz einfach nur eine Wand hin. Mach vielleicht noch oben eine Wand hin. Die Steuerung in den Bergen ist immer ein bisschen komisch. Muss ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Weil der ein bisschen rumspackt. Muss man sich eben anpassen. Und gedrückt hat. Warum sagt mir das keiner? Man. Okay, aufsaugen geht nicht schneller. Aber weglassen. Mensch, warum sagt mir das keiner die ganze Zeit? Die ganze Zeit muss ich das immer einzeln machen. Sind wir das jetzt gleich? Da. Sagt es nämlich. Also je mehr das hier, je mehr der ausbricht, desto mehr sagt das dann eben. Gut, wir können dann erstmal hier hin. Flupp. Ist natürlich sehr praktisch. Hätte ich natürlich echt nicht gedacht, dass es wirklich geht. So, natürlich auch hier. Natürlich mehrmals. Das reicht dicke nicht. Hat man ja gesehen, ungefähr das ist die Minimalhöhe. Also da tropft es schon ein bisschen runter. Oh je. Bin gespannt, ob er das aushalten. Vor allem müssen wir aufpassen, dass uns das Dorf hier nicht abfackelt. Ja, unglaubliche Kräfte, drücke 1, wenn das Wasser einfrieren. Das gefrorene Wasser auf und einen Weg zum letzten Totem zu bilden. Hey, ich möchte jetzt mein Dorf schützen. Das ist nämlich ein bisschen dumm bei hier From Dust. Man kann keine einzige Animation abbrechen. Hey, guck mal, hier ist doch eine Pfütze. Komm, das liegt an der Aufnahme. Profi-Effekt. Hey. Du musst direkt auf den Vulkan zu schießen, mein Freund.
du hast, nicht auf meine Stadt zu schließen. Mein Feind. Wäre natürlich auch toll, wenn man so eine, wenn es eine Fähigkeit gäbe. Okay, ist die Ankündigung vom Vulkanausbruch. Hey. Flup. Das ist alles schon versammelt. Muss natürlich aufpassen, dass man hier immer den Stein nachgibt. Und da sinkt es auch schon ab, deswegen müssen wir hier immer aufpassen, dass die Lava nicht überquillt. Denn ich habe das schon geschafft, dass ich meinen Brofi abfackelte. Weil es aber zu lange gebraucht hat. Hier gibt es natürlich auch das geniale Totem wieder. Ich möchte nicht hier unbedingt von dem Ort sammeln. So. Ich hoffe, hier fließt nichts durch. Nö, gut. Und hier kann man auch gleich hingehen. Und dann können wir das hier noch verteilen. So, wunderschön. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass das Wasser dann nicht hier in die Grube fließt. Hat man ja, glaube ich, am Anfang gesehen. Wenn nicht, könnt ihr dann auch zurückspulen, wenn das mir nicht glaubt. Das Ding war ja komplett unter Wasser. So, und hier drehen wir das einfach ein. Es ist praktisch, im Englischen heißt das ja Jellyfy. Also das ist praktisch zu Wackelpudding. So praktisch zu Wackelpudding, ja genau. Kann man einfach ganz einfach wegnehmen. Die Hälfte des Gebietes ist nun mit Palmen bewachsen, was eine neue Geschichte aus der Stammesordnung entdeckt. Verbreite Palmen weiter, um Tiere anzulocken. Natürlich. Ich glaube, es macht mich sogar glatt. So ein bisschen Nachteil hier. Weil der Vulkan natürlich weitergeht. Und wir das nicht hier so blenden schaffen. Jetzt können wir natürlich wieder. Fast vollständig mit Palmen bedeckt. Oh, jetzt kommt der Tsunami, aber egal. Naja. Wahrscheinlich wird das eine 1-Stunden-Aufnahme. Aber ich würde noch gerne ein Let's Play machen. Ich habe jetzt mitbekommen, sind beide ein Partner da. Sind natürlich noch, schon auch noch andere gesucht, damit das nicht zu eintönig wird, aber die gerade da sind, schon nicht. Also, wenn wir wahrscheinlich wieder auf Benny, werde ich wahrscheinlich auf Benny und Max umsteigen. Ist auch kein Problem. Ich will das Zeug abnehmen. Nee, da auch nicht. Kompanie! Leuchtet so ein bisschen raus. Baku! Das gesamte Gebiet ist mit Palmen bedeckt. Puh. Ach, du willst hier rennen? Ja, klar. Komm. Ich möchte es nicht zu lange eingefroren lassen. Flop. Sieht man auch, dass sich das hier so schön wunderschön verbreitet. Ich möchte nicht, dass es da lang fließt. Egal, ob es nur Lava oder Wasser ist. Auch mir nicht, dass es da lang fließt. Zumindest das Gebiet hier trocken ist. Gut, das haben wir, das haben wir. Hier. Lassen die Vulkane noch ein bisschen abkühlen. Das Tolle ist, den Tipp hier, dass man das alles mit einmal absetzen kann, geben wir ein einziges Mal im Spiel. Steht auch nirgendwo anders. Es gibt hier irgendwie keine Grobstipps oder so. Glaube ich.
erreicht hat. Man sieht ja auch, ist schon gewaltig hier die Kraft von ihm. So, komplett da drauf. Gucken wir mal ein bisschen der Langfluss, ja, der Stern so auf. Wieso türmt sich das da auf? Egal. Knopf. Ach, noch ein Tsunami. Gut, jetzt beginnt nämlich die Zeit. Jetzt kann ich es gar nicht mehr aufhalten, weil das einfach zu weit unten nach unten gesackt ist. Wunderschön. Da lesen wir aber vorher noch was. Oh Gott. Geologie, Sturmflut. Die See musste zusehen, wie die Erde Berge und Vulkane aufschichtete. Sie wollte auch aufsteigen, um diese zu besuchen, aber das Wasser fiel aufgrund seiner Schwerkraft immer wieder in sich zusammen. Als die Erde die See mit Geringschätzung betrachtete, sagte die See, Wasser kann sich nicht nur auftürmen, sondern auch voranfließen. Von nun an überfluten die Gezeiten die Erde und entreißen ihr einige Stücke. Die Tsunamis sind das Grollen der Seen, das einmalig oder wiederholt auftreten kann. Nichts kann sie aufhalten, bis auf einige spezielle Klippen, die Gedisch und Gischt abwehren. Die Dörfer können sich allerdings selbst mit einer Kraft schützen. Wasserabwehr. Okay, die Alten erreichten die Küste mit dem Ziel, den Odem des Wassers einzufangen. Die Musik der Seen und der Quellen war zu schwach für ihre Ohren. Um sie deutlicher zu hören, ließen sie sich am Ufer des Meeres nieder. Dort war die Musik stärker, so stark, dass sie sich zu einem Berg auftürmte und das Dorf zu verschlucken drohte. Die Alten schrieben ihr Wissen über das Wasser in Stein. Wenn andere Stämme die Inschrift dereinst lesen können, werden sie sich schützen können. Die Alten folgten der Küste bis zu einem von Sturmfluten heimgesuchten Strand. Obwohl sie das Wissen des Wassers besaßen, konnten sie ihr Dorf nicht verlassen. Also schickten sie einen Mann aus, die Kraft der Ausdehnung zu suchen. Am Fuße des Vulkans, der sich in der Nähe seinen Weg gebahnt hat, sprach er, schenke uns deine Lava für den Schutz unseres gefährdeten Dorfes. Denn deine zu Stein erstarrte Lava soll sich höher erheben als die gewaltige Welle. Und so entstand die Mauer. Aber die Kraft. Wasser gefrieren. Eines Tages wollte der Schamane der Alten den Odem des Wassers einfangen. Der Odem entging seinem Griff, doch konnte er einen Teil seiner Musik anfangen. Als er sie spielte, stellte er fest, dass das Wasser erstarrte. Auf diese Weise konnte die fehlgeleitete Natur des Wassers zähmen. Die Kraft des Gefrierens stoppt die Flüsse den Fluss von Wasser jeglicher Art, Seenflüsse und sogar Meere. Das Wasser wird zum Hindernis. Dieser Effekt wirkt nur vorübergehend, aber lang genug, um ihn nutzen zu können. Solange die mich hier nicht bis nach unten wegbrennen. So, ich kann schon die Taste drücken. Na ja. Kamitela mera saka zamani. C'était là à Kamitela, mais comme bou. Kitamelia se petit mereka. Lagi lenka. Die 1000 Quellen. Du hast eine neue Karte auf dem Masabella. Namun du kutela bawa da ulumara. Wenokana jadi mereka ruf perji. Jagua adala serpeti bahar shiminyak di kumpurka. Tja, ja. Und dieses Problemchen werden wir allerdings in der nächsten Aufnahme erst bekämpfen. Was sind da los? Aber eigentlich, man sieht, die können immerhin schwimmen. Richte dich auf. Wunderschön. Dann speichern wir ab, wie traditionsgemäß in Emperor. Und dann sage ich, sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Aufnahme von From Dust oder in anderen Spielen. Haut rein und tschüss.